Die Farben in der Feuerwehr sind ganz vielfältig. Unser Blaulicht als erstes, die roten Fahrzeuge, die gelben Helme, grüne Chemikalienschutzanzüge. Aber eins geht nicht, braun. Braun geht gar nicht bei uns. Unsere Feuerwehren in Sachsen sind wie überall im Bundesgebiet einfach ein Querschnitt der Bevölkerung. Und wir haben natürlich auch ein Problem mit Einstellungen, die ganz einfach nicht immer ins demokratische Spektrum passen. Diese Einstellungen sind oft der rechten Szene sehr nah. Wir haben einige Kameraden auch in unseren Reihen, die die Werte unserer Feuerwehr wenigstens verbal nicht so vertreten, wie wir es gerne hätten. Unsere Einstellung ist, wir helfen jedem, egal welcher Hautfarbe, welcher Religion, welchen Geschlechtes, welcher sexuellen Orientierung oder. Es ist absolut egal, wer in Not ist, hat Hilfe durch die Feuerwehr zu erwarten und die wird auch überall durch die Feuerwehr geleistet. Wir machen in Feuerwehren und Jugendfeuerwehren Workshops, Bildungsmaßnahmen. Wichtige Themen dort, wie erkenne ich die Kräfte aus der rechten Szene, die bei uns eben in den Feuerwehren mitwirken wollen. Symbole, Codes, Klamottenmarken, das sind die Punkte, die viele überraschen dann plötzlich zu sehen, was in ihren eigenen Feuerwehren los ist. Man erkennt die rechten Kräfte heute nicht mehr an Springerstiefeln und Bomberjacke, das ist subtiler. Wenn ein Kamerad mit einer 88er am Nummernschild kommt oder mit Thor Steiner im Gerätehaus aufschlägt, dann ist das schon ein Punkt, den viele nicht wahrnehmen, aber wo man doch die Gesinnung ganz einfach erkennen kann, wenn man ein wenig darüber weiß, wenn man sensibilisiert ist. In unseren Jugendfeuerwehren ist ein wichtiges Thema die Ausbildung am feuerwehrtechnischen Gerät. Aber das ist nicht alles. Wir spielen nicht nur mit roten Autos, Schläuche wickeln und Knoten binden, sondern wir sind auch draußen in der Natur. Ein wichtiger Punkt von der Gruppe zum Team. Sie sollen miteinander arbeiten können, sie sollen miteinander Freude haben. Spaß, Kameradschaft muss gelebt werden. Wenn wir gute Jugendarbeit machen, haben es braune Rattenfänger ganz schwer, beziehungsweise es ist ganz unmöglich für sie, unsere Kinder von der Straße wegzufangen. Wir leben unsere Toleranz, indem wir jeden so akzeptieren, wie er ist. Ob wir eine Jugendwartin haben oder einen dickeren Jugendlichen, eine kleinere Kameradin, das ist in den Jugendfeuerwehren und Feuerwehren egal. Da wird keiner ausgegrenzt. Wir haben Rollstuhlfahrer in den Jugendfeuerwehren. Wir haben unterschiedliche Bildungsniveaus in unseren Jugendfeuerwehren. Ob von der Förderschule bis zum Gymnasium, über die Mittelschule, alle haben einen Platz bei uns in unseren Jugendfeuerwehren und Feuerwehren. Meine Aufgabe sehe ich eigentlich als Impulsgeber, als Anreger, als Diskussionsstifter. Denn wenn man dann mal sich mit seinen Idealen auseinandersetzt und dort die Vorurteile gegensetzt, dann merkt man ganz schnell, es passt nicht zusammen. Unsere Ideale als Feuerwehr passen mit Einstellung, Ausgrenzung der NPD, der Rechten insgesamt absolut nicht zusammen, stimmen nicht überein. Und das anzustiften, das ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte, die ich für mich sehe.